Liebe Leute da draußen, alle versammelt, keine gute Botschaft. Irgendwie fällt mir auch ein kleiner, ein Riesenfels von den Schultern, aber irgendwie auch ein bisschen Traurigkeit heute in der Runde, ne? Richtig. Mhm. Wir schließen das Café Klönchen. Schweigende Stille. Aber zum 1.6. Zum 1.6. Wir haben sehr, sehr lange darüber nachgedacht, über diesen Schritt, und ich wollte das auch persönlich über Monate gar nicht wahrhaben. Habe immer wieder privat Geld reingesteckt und habe dann am Ende aber eingesehen, dass es sich nicht mehr lohnt. Ne? Und jetzt möchte ich dazu sagen, das ist mir ganz wichtig, dass ich immer versucht habe, alle Mitarbeiter hier auch frei arbeiten zu lassen. Also ich habe eigentlich gar nicht eingegriffen, oder? Habe ich hier eingegriffen? Nee. Gar nicht eingegriffen und finde dann auch, dass Kev, Freya, Natascha, auch Wilfried auch wissen oder erklären können, woran das gelegen hat, wieso wir das Kaffeeklönchen schließen mussten. Ich glaube, Kev kann es am besten mit Lebensmitteln erklären. Da warst du ja auch immer ganz oft fuchsig und warst sauer, dass Kunden das nicht verstanden haben. Ja, manchmal. Manchmal warst du fuchsig, da warst du schon so, hast du gedacht. Ja, also, sind wir das in die Unternehmen? Ja, die Lebensmittelpreise sind einfach so krass angestiegen und wir haben halt auch in einer sehr schweren Zeit aufgemacht, kommt dazu. Während Corona? Wo man sich eigentlich gar nicht so einen krassen Puffer hätte aufbauen können, um zum Beispiel einen schwachen Winter zu überleben. Oder ja, und dann kommt jetzt auch noch, wie gesagt, die ganzen Preise, die immer schlimmer werden und teurer werden, kommen jetzt noch dazu. Ich weiß, das beste Beispiel, was ich mitbekommen habe. Gurke. Ja. Wie teuer war die Gurke? 2 Euro. Ja, man musste einen Kredit aufnehmen, um eine Gurke zu kaufen. Gurkensalat ist Gold, kannst du mitbezahlen. Ja, mittlerweile geht es ja wieder, aber Tomaten, ja, da fing es ja schon an. Paprika 5 Euro. Wie gesagt, dann einer der Gründe. Wir machen das so ein bisschen offener Talk-mäßig hier. Ne? So, das ist ja einer der Gründe, warum es immer teurer wurde. Aber auf der anderen Seite ja eben nicht, weil wir sind ja auch, wir haben öfter die Karten. Die Preise geändert sind günstiger geworden, damit wir wieder mehr Kunden generieren können. Um mehr aber auf was Masse zu gehen, ja. Ja. Aber was ich dazu sagen möchte ist, das müssen Leute da draußen, die jetzt nicht wissen, ich habe mal einen Kommentar gelesen, da sagt jemand, boah, von Montag bis Freitag nicht geöffnet, wirtschaftlich ein Totalschaden. Finde ich nicht. Die Hütte war Freitag bis Sonntag voll. Die Hütte war Freitag bis Sonntag voll. Aber eben von Montag bis Mittwoch oder Donnerstag nicht, weil wir hier ja auch in einer, ja sagen wir mal, Außerstellung sind. Schwere Gegend. Schwere Gegend. Wir sind ja ziemlich weit weg vom Kern. Was ja auch nicht das Problem ist. Dafür wurde am Wochenende Vollgas gegeben. Aber man sieht ja dennoch, dass am Ende hat es nicht gereicht. Das ist ja das Traurige, dass selbst wenn, obwohl Frühstück ausgebucht war jedes Wochenende oder Bingo-Veranstaltungen oder was auch immer, immer voll waren, reicht es trotzdem nicht. Das ist ja noch trauriger. Es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht. Und wir sind hier am Arsch der Welt, auf gut Deutsch. Ja, wir sind. Wir können nicht die Fahrradfahrer, die hier am Deich lang fahren, die den Ostfriesland Fahrradweg da fahren, die können wir nicht abgreifen, weil wir haben keine direkte Zuwegung. Wir können da keine Schilder hinstellen. Die wir hingestellt haben, die wurden kaputt gemacht. Ja. Und wir können da keine Festen hinstellen, dafür kriegen wir keine Genehmigung, weil dafür brauchst du ja wieder Genehmigung vom Landkreis. Wir sind hier nicht an irgendwie der vielbefahrenen Straße und können irgendwelche... Das haben wir uns aber ja auch alles selbst ausgesucht. Ne? Das ist ja kein Argument, finde ich. Das ist kein Argument. Ja, aber jetzt aber hat man halt nicht gesehen, okay, es ist wirklich dadurch noch schwerer. Ja, ja, da gebe ich euch recht. Aber was auch ein ausschlaggebender Punkt war für die endgültige Schließung, die Küchengeschichte. Ja. Also es war eine fünfstellige hohe Summe zur Renovierung der Küche. Ich wollte schon sagen, nicht so teuer. Auflagen und das war dann so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kriegen wir nicht mehr rein, das Geld. Und das ist das, was mich halt wundert, ist halt wirklich, dass wir ja wirklich immer auch die Bingo-Abende, die Fuscher-Abende, es war immer gut besucht, Burger-Abende. Und das ist vielleicht auch für die Außenstehenden, für euch da draußen, dass es in der Gastronomie nicht einfach ist. Und Natascha, du bist seit 30 Jahren in der Gastro, ne? Ja. Aber ich muss aber dazu sagen, sorry, dass ich das so sage, die Gäste sind leider auch nicht mehr das, was sie mal waren. Also alles billig, 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 billig. Darauf wollte ich gerade hinaus. Und, also billig ist noch zu teuer. Ich und möchte jetzt wirklich keinen schlecht reden oder so, oder einen Gast schlecht reden, aber es ist einfach so, dass die Allgemeinheit hier
einfach alles geschenkt haben möchte. So, wir sind mit den Burgerpreisen, waren wir für die zu hoch, wir haben feinstes Rindfleisch vorher gehabt, bin ich jetzt ganz offen ehrlich, kann ich ja so sagen, haben dann aber auch einen guten Preis von 24,90 für den Burger angenommen. Dann hat man einen Burger bekommen. Ein deftiger Burger, muss ich dazu sagen. So ein großer, dann werde ich von satt, dann wird Wilke von satt. Und dann gab es noch einen Eistee zu. Und Pommes. Und Pommes, es war halt ein Menü wie bei McDonalds, weil McDonalds bezahlt wahrscheinlich auch schon 13 Euro oder so, keine Ahnung. Aber dann hieß es immer zu teuer, zu teuer, zu teuer, wir kommen nicht mehr. Und dann wurde das irgendwann weniger und irgendwann hat es nur noch 10 Leute angemeldet. Dann sind wir in die Barrikaden gegangen, alles klar, jetzt machen wir all you can eat. So, und da waren wir wieder zu günstig. Also Gastronomie ist schwierig, sehr schwierig. Gehst du aber wieder 2 Euro hoch, wieder zu teuer. Ich habe euch ja, das ist ja mir wichtig gewesen, ich finde das schön, wenn man ohne Chef arbeitet. Weißt du, keiner dahinter dir steht und es, du... Ich du, nicht. Du hast aber ja mal gesagt, auch du hast mir das mal erzählt, du hast gesagt, du standst mal in der Küche, da fliegen da die Pfannen durch die Gegend. Ja. Das wollte ich hier nicht. Wollte, dass ihr frei arbeitet, frei entscheidet, frei gestaltet, frei machen könnt, was ihr wollt. Und wir haben ja alles gegeben, alle. Ne? Wir haben hier richtig reingehauen, aber am Ende merkt man halt einfach, Mitarbeiter, Löhne, Strom, Gas, das ist ja so. Aber hat man ausgerechnet, dass wenn du morgens die Tür hier aufschließt, also Mad Max, mein Papa, sagt er, wenn du die Tür hier morgens aufschließt, hast du schon 256 Euro verbrannt. Genau deswegen hatten wir ja auch 3 Tage die Woche geschlossen, weil da waren die Kosten von Personal und Strom und Gas höher, ja, als was wir eingenommen haben. Ja. Lohnt sich halt auch einfach nicht. Aber man muss das nicht negativ sagen. Das Pfarrhaus bleibt im Besitz, wir bleiben hier, nur das Café schließt. Ne? Genau, man kann die Räumlichkeiten mieten, wie als würde man zum Beispiel ein Dörfergemeinschaftshaus mieten. Ja. Man kann das hier so nutzen, man kann nur die Küche nicht nutzen, weil die halt ja sonst jetzt von uns hätte umgebaut werden müssen. Aber man kann die, also man kann dann Suppe mal warm machen oder Brötchen schmieren oder was auch immer. Ne? Also im Kern sagt doch einfach, man kann hier Hochzeiten feiern, man kann hier Geburtstage feiern, man kann, was ich ja schön finde, es gibt ja viele Leute, haben wir ja mitgekriegt beim Sportverein, da hatten wir auch einen großen Saalbetrieb. Leute, die einen Platz für eine Hochzeit suchen. Es gibt ja Leute, die nur mit 40 Leuten heiraten wollen und nicht mit 400. Ja. Die sich Essen kommen lassen. Für sowas ist das ganz interessant. Die Ferienwohnung, die bleibt natürlich auch bestehen. Das Ganze könnt ihr immer noch nach wie vor auf der Pfarrhausseite buchen. Wir werden hier auch noch vereinzelt Events machen. Udo möchte zum Beispiel seinen Bingo-Abend weitermachen. Richtig. Udo, muss ich ja dazu sagen, der beste Pferdestall. Udo hat jeden Bingo-Abend kostenlos moderiert. Linda, Nino und ich auch Wilfried. Und Wilfried, ich wollte gerade sagen, Wilfried, der hat sich ja hier als Hausmeister auch ein Bein ausgerissen. Genau. Ohne Wilfried wäre die Titanic schon viel früher untergegangen. Das ist so. Was ich auch total verrückt fand, am Anfang konnten wir uns nicht vom Personal retten. Dann postest du, dass man Personal sucht und man findet kein Personal. Nee, du findest keine Leute. Wie kann das? Halt, keine Ahnung, weil die dann alle wohl 20 Euro haben wollen. Ja, weil die Gastronomie zerstört ist. Ganz einfach. Warum? Ja, aber wir können da jetzt einfach diskutieren, wie wir sagen. Wir schauen jetzt positiv in die Zukunft. Leider ist es gescheitert mit dem Café, da können wir jetzt nichts dran ändern. Es ist einfach alles explodiert, Kev, und da werden wir auch. Da bin noch mehr Kaffee schießen. Macht euch doch bitte. Das ist nicht schön, ne? Nein, also das ist euch ein Baby. Wir sind trotzdem positiv. Weil das bleibt ja auch nach wie vor irgendwo dein Baby. Ne? Also es ist ja, mir war ja ganz wichtig, das Pfarrhaus nicht zu verkaufen, sondern das bleibt ja im Besitz total. Es bleibt total im Besitz, es geht hier auch weiter, aber natürlich nicht dieser Kaffeebetrieb. Ne? Mhm. Und wir haben ja alle hier witzige Momente und schöne Zeiten. Ja, klar, das war geil. Der Grund. Ne? Und es ist halt schwierige Phasen. Man merkt ja immer mehr, dass immer mehr Bäckereien zumachen, kleine Cafés zumachen. Ja, gibt's aber gar nicht. Und wir sind hier am Moors der Welt. Ne? Wir sind ziemlich abgeschieden. Dafür muss ich sagen, Freitag, Samstag, Sonntags, da lief der Laden hier. Ja, und wenn man dann sieht, dass du selbst mit diesen Einnahmen nicht diese monatlichen Kosten deckeln konntest, ne? Traurig. Dann ist es traurig. So. Und ich habe ja nie was verlangt. Ich habe immer gesagt, Real Talk an all euch da draußen. Ich habe immer gesagt, ich bin zufrieden, wenn wir plus, minus, null jeden Monat rausgehen. Das hast du immer gesagt. Seit dem ersten Tag der Öffnung sind wir nicht einmal plus, minus, null rausgegangen, sondern ich habe jeden Monat oben drauf bezahlt. Obwohl das alles echt cool war. Aber ist auch ganz interessant, vielleicht gibt es ja da draußen Leute, die in die Gastro wollen, wie viel Kosten da reinzukommen. Ja. Naja, allein so eine Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine mieten.
eine Marge liegt bei 3,5. Das heißt, kaufst du für 2 Euro ein, musst du für 57 verkaufen. Mittlerweile ist es nicht mehr bei 3,5. Oder bei 4 mittlerweile. Du kannst aber wie ist das denn zum Beispiel beim Kuchen? Ich habe ja, was verdienst du kein Geld? Was bezahlst du für eine fertige Torte? Wenn wir 36,50 für eine Platte Apfelkuchen. Das heißt, du müsstest die im Prinzip für 120... warte mal. 4, 8, 12, 160 Euro verkaufen. Du kannst aber für so ein Stück Apfelkuchen doch keine 6, 7 Euro nehmen. Das geht nicht. Nee. Also um einfach die Kosten zu decken, musst du es mal 3, mal 4 rechnen. Ja, wir waren halt auch blöd und haben während Corona geöffnet. Ja, aber das ist wieder blauäugig, naiv, aber wir hatten ja trotzdem schön bei 2G Plus. 2G Plus. Guck mal, wir können da ja alle noch drüber lachen. Hauptsache ist, wir machen das Beste daraus und jeder hat ja auch seine Lebenserfahrung gesammelt. Ne? Kev muss man dazu sagen, du hattest auch immer, das weiß ich, immer Bremen-Heimweh. Irgendwie, du warst eine Zeit lang hier am Anfang gar nicht angekommen und dann auf einmal so jetzt, so langsam, aber immer den Kopf sowieso in Bremen. Ja. So ein bisschen, ja, auch wie meiner Tochter alleine, ne? Ist so. Früher oder später wärst du ja wahrscheinlich sowieso wieder. Ich habe nie hier nach Bremen gezogen. Ja, genau. Habe ich dir von Anfang an gesagt, ich habe nie gesehen. Aber macht euch keine Sorgen, der wird hier trotzdem seine Stippvisite abgeben. Stippvisite. Ja, das ist halt eine traurige Geschichte. Das tut mir auch mega leid. Aber mit den Videos geht es hier weiter. Wilfried bleibt Hausmeister. Dieser Laden muss ja auch am Laufen bleiben, beziehungsweise hier muss ja jede Menge gemacht werden. Ne? Und der Garten und hier drin und es passieren ja auch hier Events. Und Natascha behalten wir auch noch mit an Bord. Ne? Da ist sie ja fröhlich drüber. Ja. Und Kev wechselt nach Bremen. Der hat den Sustenfelde verlassen. Das ist Wechsel. Ja, dann gehen wir so frei. Nee, ja, Moment, das müssen wir fahren. Unter 2 gehst du nicht. Aber mit Handgeld noch. Mit Handgeld noch. Ist aber, um das nochmal zu reflektieren, das war eine witzige Zeit. Das war auch cool und schön. Das aber ich habe mich auch sehr oft. Unglaublich. Ich habe mich aber auch sehr oft zu Hause hingesetzt und habe den ganzen Tag den Kopf geschüttelt, weil ich dachte, diese Kosten, das ist ja nicht mehr normal. Du hast ja Monate gehabt, da war der Laden brechend voll mit dem Weihnachtsmarkt, mit dem ganzen Drumherum. Dann guckst du am Monatsende auf die komplette Abrechnung nach Abgang der Löhne, alles andere und sagst, wie konnte da denn jetzt minus 3.000 Euro stehen? Wie? Weißt du, das ist unbeschreiblich. Und dann sagte ich ja immer, wir müssen billiger werden. Und ihr sagt, nein, wir müssen eigentlich teurer werden, wir müssen teurer werden. Also das ist sehr schwierig. Man muss auch sagen, bei Bingo-Armen, die letzte Zeit, da haben wir uns auch ein bisschen geärgert, ohne abzumelden. Das passiert momentan super oft. Auch heute wieder, 6 Leute nicht gekommen. Ja, einfach nicht, so. Wenn sie anrufen, ist ja noch netter. Also wenn man einen Tag vorher absagt, kann man das ja kalkulieren. Also es war ein sehr, sehr krasses Thema, weil ihr habt das operative Geschäft, haben die ja alle zusammengeführt. Was ja sehr krass war, wenn hier irgendwie ein Abend war, jetzt sagen wir mal ein Burgerabend, wo du für eingekauft hast. Dann kommen 10 Leute einfach. Und dann kommen 10 Leute einfach nicht. Dann rufst du die Leute an und dann wirst du noch angemacht. Sorry, dass ich das so sage, aber das ist eine Tatsache. Vielleicht waren wir auch ein bisschen zu naiv und hätten sagen müssen, Burgerabend, Vorkasse, mit Ticketverkauf quasi. Nee, reißt euch einfach mal zusammen und kommt oder sagt ab. Ja. So. Ja. Unterstützt die Gastronomen, sonst wären sie so wie hier. Nee, ist doch wahr. Ganz ehrlich, warum wir um heißen Ball reden? Reißt euch einfach zusammen und sagt ab. Ja. So. Ja. Krank werden kann jeder. Aber jetzt bin ich wahrscheinlich unsympathisch, aber das ist leider Fakt. Nee, ja, du musst ja auch. Du hast, ihr müsst immer ihr kauft der Verein. Das wird gemacht. Und dann sitzt du da und hast 30 Euro schmeißen. Das haben wir ja sehr oft. Das ist ja kontraproduktiv. Vielleicht war das auch absichtlich, ich weiß es nicht. Vielleicht sind da Leute, die hier. Nee, das ist sehr allgemein. Oder das ist einfach allgemein. Das hat Cap ja auch gesagt. Das erfährst du ja, das siehst du ja total oft. Du liest es ja auch oft im Internet. Gibt es ja jetzt hier in Papen, wo ich auch den Vorrat habe. Ich sag mal keinen Namen, aber da ist das so. Reservierst du mit Telefonnummer, per E-Mail zahlst du, ob du kommst oder ob du nicht kommst. So ist richtig. Das kannst du aber nur machen, wenn die Leute schriftlich. Sag ich ja, entweder spielen. Ja. Naja, wir wollten uns eigentlich nur verabschieden fürs Erste, ihr Lieben da draußen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ferienwohnung könnt ihr nach wie vor mieten. Wenn ihr irgendwelche Veranstaltungen hier machen möchtet, ihr möchtet ein Konzert veranstalten oder eure Hochzeit oder was auch immer, alles oder ist den Garten mieten, ihr könnt auch nur den Garten mieten. Es ist alles möglich und vor allem ist auch alles möglich mit Hilfe. Ne? Also Natascha bereitet immer gerne vor und ist immer gerne mit dabei. Und wenn ihr dann Hilfe bei der Organisation braucht, da könnt ihr uns auch fragen. Aber dieses Baby hier bleibt unser, aber leider nicht mehr mit diesem Café.
Das tut uns leid. Aber ein Dankeschön an all die Leute, die hier waren. Ja. Und es waren viele tolle Zeit, Menschen. Ja. War eine schöne Zeit. War eine tolle Zeit. Und ein tolles Team war es, das wird mir echt fehlen. Ja. Doch, hier, unser. Ich habe mein Leben noch nicht so oft geflucht wie mit ihr. Dankeschön, dass ihr da wart. Danke für euer Verständnis. Ach, warte, Gutscheine. Wichtiges Thema. Oh, super wichtig. Und letzte Veranstaltung, bevor es hier zu Ende ist. Let's go. Am 27. Also kommenden Samstag ist hier eine Abschiedsparty im Garten ab 14 Uhr. Hier auch drin? Ja, auch hier drin. Genau. Aber auch im Garten natürlich. Und ihr könnt natürlich noch eure Gutscheine einlösen. Also wenn ihr Gutscheine habt, die könnt ihr auch im Nachhinein noch für die Ferienwohnung einlösen oder dafür, dass ihr das mietet oder was auch immer. Aber natürlich auch jetzt bis Pfingstmontag ist der letzte Tag hier. Und bis dahin könnt ihr das natürlich auch noch einlösen. Also kommt vorbei und... Lasst euch am 27.05. sehen. Wir sind auch da, wir freuen uns. Ja. Und jetzt alle tschüss. Tschüss.